Moin Leute, willkommen zurück bei Baldur's Gate 2. Ja, ganz genau so ist es. Wir sind ja jetzt im Dienste Kangaks unterwegs und ich glaube, wir haben hier die Fallen schon entschärft. Und ich habe mich nochmal schlau gemacht und der erste Teil findet sich im Brückenviertel, den wir da für ihn zusammensuchen sollen. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir das nicht auch stumpfes Trumpfmäßig auch sofort machen würden. So genau kennt man uns ja. Und ja, was soll schief gehen, ne? Also, so wie ich das sehe, gehen wir da jetzt nur schnell runter. Klingt ja wie Golodon. Da. Ich mach's, aber nur für ein lassen alle dastehen. Ich warte. Nimm Bib mit. Ist schon geschehen. Der müsste vielleicht noch den Tagesstern ausrüsten. Ist das. Nee. Aber den müsste er vielleicht noch ausrüsten. Einfach nur, weil das geht. Ich hoffe, den habe ich hier auch noch irgendwo und nicht verkauft, weil ich das letzte Mal so frustriert war. Da ist er doch. Da steht zwar Waffe plus 2, aber wenn mich nicht alles täuscht. Sonnenstrahl einmal täglich gegen Untote. Ja, ja. Mhm. Untote werden sofort zerstört. Rettungswurf gegen Zauber. Das können wir ja einfach mal ausprobieren. So. Ich glaube, wir müssen das gar nicht ausgerüstet haben. Es reicht, wenn wir das so haben. Jo, Sonnenstrahl. Wunderbärchen. Und dann brauchen wir noch Sir Anomen. Der kommt mal nach da. Und dann brauchen wir gegebenenfalls noch einen, der Hass zaubert. Das erinnert mich an damals. Damit, als ich. Das kann allerdings Jan Jansen offensichtlich nicht mehr. That's it? Aber sie kann das noch einmal. Aber ja. Und er auch. Ach, wir probieren das erstmal so. Was soll schief gehen? So. Also ich meine. Hoppla. Ihr fühlt euch äußerst unwohl, als ihr den Sarkophag nähert. Der Deckel wirkt sehr schwer, aber ihr könntet ihn wohl bewegen, wenn ihr es denn wirklich wünscht. Ready for any fine. Wir wünschen das natürlich wirklich. Genau, und jetzt. Ihr stemmt den schweren Deckel zur Seite. Der üble Geruch der Verwesung überwältigt euch beinahe. Seltsamerweise befindet sich in dem Sarg nur der vergoldene Torso eines Skeletts. Ein plötzlicher Ausbruch magischer Energie lässt aber auch eine Kreatur erscheinen. So. Ja. Okay, wollen wir eigentlich noch mit dem Elementarleichnam reden? Ihr seid dumm, den Launen von Kangaks zu folgen. Er wird nicht dankbar für eure Dienste sein. Wovon redet ihr? Trotzdem endet eure Suche hier. Ich habe nicht alles geopfert, damit irgend so ein Idiot von Abenteurer dieses Verderben weckt. Sterbt nahen. Das ist ja auch immer der Klassiker, ne? Also, dann wird darum eine Geschichte erfunden, 1 und 2 und 3 zusammengezählt und plötzlich kommen irgendwelche Abenteurer und wollen sich Lorbeeren verdienen und machen das dann einfach und setzen damit wieder großes Unheil in die Welt. So, nein, nein, nein. Sagt mir, was zu tun ist. Bitte haut da drauf. Ja, das hat schon mal nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Ja, der Zauber ist alle. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. So, dann zauberst du halt wahrer Blick. So, das war schon mal gut. So, sag mir, was zu tun ist. Der hat da zwar Kugel der Unverwundbarkeit drauf, aber ich meine. Und wir wirken jetzt trotzdem erstmal Sonnenstrahl. Ich höre euch du wirkst da einfach so und wir probieren mal den, das, was auch immer er da macht, zu brechen. Ja, ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Probleme mit meiner Maus hier. So. Zeitstopp. Ach ja, da war ja was. Gerade 9 Zauber. Ne? Meteorschwarm, Sir Anomen. Der muss da gleich ganz dringend weg. Der Anomen wirkt ja auf den falschen. Haut ja auch noch wieder mit der falschen Waffe drauf, der war ja wieder dumm. Auf den Zaubertor. Hau mal bitte damit drauf. Und wenn du hast, trink einen Feuerschutztrank. Aber eigentlich müsste der rote Drachenschuppenpanzer da auch schon viel abwehren. Ah, warte mal. Da, Elementarleichnam, da, wunderbar. Untoter zerstört. Das hat ja schon mal wieder prima geklappt. Keine Ahnung, wie es geklappt hat. Aber es hat geklappt. So, okay. Das heißt, Anomen, den der da beschworen hat, den Zollenstund-Scheusal, das ist natürlich kein Untoter. Aber der kann auch zumindest keinen Zeitstopp. Sag mal, wie dich willst du da ein. Ja, war doch klar, Jan Jansen. Du bist ein Trottel. Okay, das kann aber
Da können wir hier ein bisschen was, der kann auch Sonnenseelenschlag. Gut, das merken wir uns mal. Höhere Sonne, damit er vor Feuer geschützt ist. Anomen muss da gleich raus, aber er ist gleich. Und hier können wir nochmal probieren, ob das nicht wirkt. Todeszauber, denn eigentlich ist das eine herbeibeschworene Kreatur. Und die sollte damit eigentlich auch sofort weg sein. Was ist nun los? Ja, irgendwie ist er gestorben. Aber frag mich bitte nicht wie. Ja, vielleicht hat der Todeszauber tatsächlich geholfen. Okay, dann haben wir hier alles. Anomen, du rennst mal oben hin raus. Bip. Flitzt mal noch da. Ihr berührt den Torso und ein grauenerregendes Gefühl der Schwäche und Verzweiflung zwingt euch in die Knie. Ich würde sagen, Montagmorgen nach den Sommerferien. Ihr umwickelt den Torso mit einem Stück Stoff und verstaut ihn in eurem Rucksack. Ganz casual. Der Sarkophag ist jetzt leer. Ja, das hat doch gut geklappt. Und wenn ich Anomen gleich mit der richtigen Waffe ausgerüstet hätte, hätte es vielleicht sogar noch besser geklappt. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Okay. Ich höre euch bestens. Alles klar. Was soll schief gehen? Wir werden... Ich bin unter Gerechten. Na, no, ey, ich weiß auch nicht, meine Maus, ne? Aha. So, du halt dich mal. Da würde ich sagen, haben wir ja schon mal einen Teil beisammen. Und den anderen Teil holen wir uns auch noch ab. Da wissen wir ja auch sogar schon, wo der ist. Genau, und hier unten in diesem nicht markierten Haus, da wohnt der Elementarleichnam. Den wir gerade weggemacht haben. Jetzt müssen wir ja aber noch die Gebeine und die Arme von Kangax finden. Ne? Jetzt im Augenblick hat er ja nur einen Körper. Das wäre ja dann so wie der Schwarze Ritter. Aus Monty Pythons Meisterwerk Die Ritter der Kokosnuss einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, ich denke nicht, dass das passiert. Tempelbezirk war das, meine ich. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Jo, dann müssen wir erstmal wieder eine Kanalisation finden. Da war der doch immer hier ganz dankbar. Und los geht's. Und dann holen wir noch Amazi, kann theoretisch auch draufballern. Fällt mir gerade noch so ein. Die hat ja auch eine ganz gute Waffe und steht eigentlich dann weit genug hinten, dass es passen sollte. Und sonst machen wir alles genau wie eben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, und wir müssen jetzt zu den alten Tunnels. Tunnellen, bitte. So, da waren wir ja auch schon mal. What? Feind gesichtet? Ja. Euer fucking Ernst? Ja, der ist irgendwie immer da, ne? Grünschleim. Schon klar, ihr benötigt Get down, everyone! Oh, klatsch. Okay, danke, das hätten wir denn ja. Sorgfältig, wenn nicht gar rasch erledigen. Ja, Jan, du hast dich da in tödliche Gefahr begeben, als du den Zauber sprechen wolltest. Das hättet ihr aber auch klar sein können. Ihr klingt ja wie ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, dann nicht zu raus hier. Ja, wissen wir. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Genau, und hier wissen wir ja, das sieht ja so ähnlich aus wie bei den, wo wir gerade erst waren. Und da ist ja auch noch ein Sarkophagen, den haben wir ja lange, lange Zeit in Ruhe gelassen, aber mit der Ruhe ist es natürlich jetzt vorbei. So, also die positionieren wir mal da. Anomen, das hast du eigentlich gut gemacht. Genau, du nimmst mal wieder den Streitkolben der Zerschlagung und Razzat. Du kannst ja mal hingehen, um zur Not auch noch wieder Sonnenfeuer zu machen. Und die anderen, seht zu, dass ihr nicht getötet werdet. Okay, also ich fühle mich wieder super unwohl. Mühselig drückt ihr den Sarkophagdeckel zur Seite. Der Geruch des Todes steigt euch in die Nase. Natürlich, wie riecht Tod? Na, so wie hier. Im Sarg befinden sich zwei vollständige goldene Skelettarme, Strike, und zwei goldene Skelettbeinchen. Ein Gefühl des personifizierten Bösen geht allerdings von ihnen aus. Magische Energie umtanzt euch und dann taucht auch noch ein Wesen auf. Okay, warum nicht?
Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Jetzt ist jetzt kein Elementarleichnam, sondern der Schattenleichnam. Lange Zeit habe ich gewacht, lange Zeit habe ich gelitten. Wer bist du, Menschling, dass du die sterbliche Hülle von Kangax aufsuchst? Als das Böse auseinandergerissen wurde, wurden drei Teile weggeschlossen. Und dann haben wir sie natürlich alle in der gleichen Stadt eingeschlossen, anstatt mit einem übers Land zu fahren oder sie im Ozean zu versenken. Ein Jahrtausend lang bewachte ich dieses Teil und spendete jenen den Tod, die der Dunkelheit folgten. Euch geht es jetzt mal nicht anders, Menschling. Ich bin so doof und blind und schattig, dass ich nicht mehr erkenne, dass du eigentlich ein Gnom bist. Euer Tod wird beschlossen, als Kangax fiel. Aha, da darf man doch gespannt sein, ob das wirklich so ist. Nochmal können wir allerdings nicht wahrer Blick wirken, ne? Sehe ich jetzt gerade so. Sag mir, was zu tun ist. Vielleicht müssten wir dann doch gleich nochmal rasten, aber wir haben ja hier natürlich unsichtbares Sehen. Hat er nicht viel genutzt, ne? So. So, dann schieß erstmal darauf. Wir wissen natürlich, dass der da gar nicht steht. So, okay. Ja, schieß trotzdem weiter. Nee, ich schieße natürlich nicht trotzdem weiter. Das ist ja Quatsch. So, du kannst jetzt allerdings mal nach hier gehen. Und einmal Bresche casten. Und kann ich hier einfach... Das war doch das Gleiche, oder nicht? Plus 3 gegen Untote, sondern führt einen Nahkampfangriff aus. Falls das Rettungs... Blabla zulässig... Oder sie erblinden für 2 Stunden. Ha. Ja, naja. Anomen. Ach, okay. Geht das wieder los. Zeitstopp. Symbol der Betäubung. Das sollte er eigentlich aussitzen können. Hat genügend TP noch. Das wollen wir mal hoffen, dass er das überlebt. Vorrücken. Ja, aber hier Untoter zerstört, Schattenleichnam stirbt. Ich glaube, Anomen hat ihn getroffen, ne? Der Klassiker. Zack, easy. Ich sag ja, Streitkolben der Zerschlagung ist OP. Sprecht mir nach. Der Streitkolben der Streitkolben der Zerschlagung plus 2 ist OP. Dreimal sagen. Na, einmal brauchen wir ihn auch noch. So, aber erstmal. Bip hat Angst? Bib ist festgehalten und hat Angst. Bib, da hätte ich jetzt mehr von dir erwartet, ne? Haha, da muss ich mal wieder rein mit meinem OP-Streitkolben der Zerschlagung und ich komme da gar nicht ran, weil da Bib im Weg steht, kann ich das von hier öffnen? Jo, ihr berührt die Knochen und eine Welle der Übelkeit und der Furcht schwappt über euch hinweg. Ihr umwickelt eure Hände. Ja, umwickelt. Hä? Dann ergreift ihr die Arme und Beine und verstaut sie vorsichtig in eurem Rucksack. Ja, wunderbar. Und wir haben jetzt sogar schon, ich dachte, da gäbe es noch einen dritten, aber wir haben jetzt hier schon den Torso. Und wir haben bei ihm jetzt hier auch noch, das ist auch so geil, die Zusammenhänge. Hier fehlt auch ein bisschen was wie bei so einer Puppe. Und ja, aus massivem Gold. Aber der unverkennbare Gestank des Bösen, wie auch immer das riecht, haftet dem an. Hübsch steht da noch eine Weile rum. Anführer können auch Befehle befolgen. Und dann... Ah, dann gehen wir jetzt gleich nämlich zu Kangax und der wird sich sicherlich total freuen, dass wir ihm die Sachen mitgebracht haben. Und dann kriegen wir bestimmt auch genau eine ganz große Belohnung und bestimmt, obwohl alles bei ihm nach Tod und Übelkeit und sonst was, kann man das nicht bannen hier? Lähmung aufheben können wir doch auf jeden Fall sprechen. Wo ist das? Hier. Sag mal, Anomen. So soll es geschehen und gut dazu. Ich weiß gar nicht, ob das Jorum so schlau war, denn jetzt hat er ja immer noch Furcht. Hätten wir mal besser andersrum gemacht. Ja, bitte? Kannst du nicht noch einmal Furcht bannen? Ja, kannst du, ne? In Ordnung, Mutti. Und sag nicht immer Mutti zu mir. So. Nee. Scheiße. Also. Bib? Bib? Hallo? Können wir ihm nicht den Weg versperren? Stimmt etwas zu Befehl? Er ist ja leider auch so schnell, ne? Ne, ne, ihr kriegt mich nicht. Okay. Jetzt aber. Sehr gut. Was ist passiert? Ah, Sir Anomen, ich habe geregelt, wie immer.
Na gut, Anom, aber jeder mit diesem Streitkolben vernichtet Untote. Was? Schlamm-Mephit? Echt jetzt? Ach, nö, ne? Jetzt sind die wieder alle betäubt. Ach, die wollen mich doch verarschen. Ich krieg natürlich seine dumme Giftwolke da auch noch los. Ich meine, das macht auch gar keinen Schaden. Doch, jetzt laufen, 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 ja, laufen, laufen. Ist schon geschehen. Nicht stehen bleiben. Gut gemacht. Und raus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay, so, nee, ja, nee, zum Tempelbezirk, da. Los geht's. Aber ich glaube, wir rasten tatsächlich vorher nochmal. Ich warte. Danke. Opfer, scheiß Opfer. Die laufen hier natürlich auch wieder alle ganz casual durch die Kanalisation und sagen, hier, hallo, ich bin Erfahrungspunkte gerannt. So, tschüss. So ja nun nicht. Da muss man manchmal auch einfach den Feuerball zünden und sagen, hier, stirb. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Die werden nicht mal gelootet. Ihr müsst die kriegen nicht eure mal die Gruppe Ehre, sammeln, bevor ihr das den beschäftigen wir uns könnt. Nicht mal mehr länger also so zum Looten, sondern wir sagen einfach, wir gehen einfach. Die sind es dann jetzt einfach schon gar nicht mehr wert. Sind nur Zeitverschwendung. Da, mit dem Gedanken müssen die sterben. Was denken die sich auch? Oh Mensch, da kommen 6 Abenteurer. Da fliegt ein Feuerball auf die zu und die, oh nein, kriegen ja voll was in die Fräse und schwupp ist vorbei. Tja, je nachdem, wie das so läuft, schaffen wir das ja in diesem Part auch noch mit Kangax zu reden. Ich habe nochmal geguckt, vielleicht müsste ich mich da nochmal irgendwie besser vorbereiten, aber auf der anderen Seite, ne? Wir gehen erstmal zum Seeschatz, dann speichern wir nochmal und dann gehen wir erstmal einfach so rein und wenn das nicht klappt, dann gucken wir nochmal, ob wir uns besser vorbereiten müssen. Aber wir sind ja auch ein Stück weit dilettantisch und müssen das auch ein Stück weit ausleben. Ich würde jedoch eine Ruhepause begrüßen. So. Wir könnten Anomen vorher noch gerechte Macht oder sowas wirken lassen, damit er auch garantiert trifft. Nicht, dass er da daneben haut. So, einmal Quicksaven. Jo. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also Kangax ist tatsächlich gar nicht so sehr erfreut. Werdet ihr ja gleich sehen. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt ganz viele Kreaturen beschwören oder man kann sich so einen Berserker mit in die Gruppe holen, zum Beispiel Korgan. Der kann den Berserkerrausch anmachen und er ist dann gegen ganz viel immun, was Kangax machen kann. Man kann auch noch im späteren Spielverlauf warten, dann kriegt der Hauptcharakter noch eine Immunität, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also er kriegt dann noch eine Fähigkeit. Ne? Hier mir, kann ja einiges ist. Hier göttlich, ne? Weil er Gotteskind ist, kriegt noch eine mehr, die ihm dann ein bisschen was ermöglicht. Wir haben nicht mal mehr unsichtbares Sehen, ne? Das haben wir vielleicht noch als Schriftrolle. Ich bin so echt furchtbar dilettantisch. Ja, das wird schon schief gehen. Gucken wir hier nochmal. Aber wir probieren das jetzt. Wir werden da jetzt ein bisschen was hinbeschwören. Ich weiß auch gar nicht, wo der erscheint. Ob der auch da unten erscheint oder da oben. Wir werden das gleich sehen. Wenn ja, wenn es denn wir sind überall schnell genug. Nee, wir hassen uns aber jetzt nochmal. Ich kann euch ja Jan Jansen. Genau. Melde mich zum Dienst. Bitte hasst. Konnte er gar nicht, ne? Okay. Dann, Nira. Yes. Bitte hasst. Yes. Sure. Alter. Meine Maus, ne? So. Sagt mir, was zu tun ist. Und Bib, der kämpft mit. Der kann noch mal Spiegelbilder machen. Und kann furchtbar hat er ja noch drauf. Wollen wir noch was außer Hast? Ja, wir stellen da noch mal, wir stellen da auch noch mal ein bisschen was an Gegnern, an zusätzlichen Leuten hin. Ein Skelett vielleicht was von ihm hier. Los? Sowas halt. Das OP-Schwert. Ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja? Aber eigentlich will ich. Eigentlich will ich da einfach jetzt hingehen mit Anomen. Und Anomen haut den einfach aus dem Leben. Das wäre eigentlich so mein Plan.
So, dann macht er noch hier gerechte Magie auf sich, genau. Nee, gerechte Magie. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. So. So. Muss reichen. Irgendwas kann er jetzt bestimmt ganz toll. Schnellspeichern erfolgreich. Sag mir, was zu tun ist. Endlich, Bib, was habt ihr gefunden? Hier sind die Teile, Mann. Endlich ist es vollbracht. Leg die Teile ins Grab. Die Narren konnten mich nicht töten. So. Ah, er steht auch tatsächlich da auf. Das ist schlecht für Jan. Aber vielleicht können die so von der Sidelane noch was machen. Ich höre euch betten. Hoch da. Ablenkungsmanöver auch hinter. Dieser Ort wird euer Grab werden. Was hat er gesagt? Ihr seid Narren, alle. Möge der Tod die Ebenen niederregnen und Kangax wird alles zerstören. Aber sorgt euch nicht, mein Retter, ihr sollt belohnt werden. Euch wird das Privileg eines hübschen, schmerzhaften Todes durch meine Hand zuteil werden. Wie das denn immer so ist, ne? Wenn er jetzt, ich meine jetzt mal so, wenn er jetzt noch 5 Minuten länger gewartet hätte, wären wir da ganz casual rausmarschiert, hätten gedacht, auch guter Job, ey, wir haben einem alten Mann wieder ins Leben zurückgeholfen. Ich warte. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Natürlich. Ohne Blitzschlag? Nee. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Sag mir, was zu tun Anomen, ist. Sowas wollen wir gar nicht hören. Ich warte. Ja, Jan, kannst du nicht nochmal Unsichtbares aufdecken? Ja. Brauchen wir hier, bitte. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Okay, dann brauchen wir als nächstes nochmal eine Bresche. Das dauert aber eigentlich schon zu lange hier. Ist nicht gut, was hier gerade so passiert. Hä? Todeszauber Anom, soll der überleben mit 130 TP? Magie zerstören? Oh ne, erst kommt Magie zerstören. Symbol der Betäubung? Nö, sollten wir eigentlich alles... Das läuft schon. Wahrer Blick, ha? 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 Diese Zeit anhalten ist halt immer doof. Sagt mir, was zu tun ist. Aber ich meine, wir wären ja nun nicht... So, es funktioniert auf... ist Anomenfurcht? Ne, festgehalten. Ja, das ist natürlich schlecht. Der hat die Waffe, hoffe, die wir brauchen. So. Tja, ich fürchte... Oh, gut. Bib macht das hier. Alles klar. Wir wissen ja auch gar nicht, also wir wissen ja, das wird auf jeden Fall ganz easy peasy. Magie auftrennen, nochmal Lähmung aufheben haben wir natürlich nicht, aber wir können ja nochmal den MVP des Monats hinpacken, das ist schwer. Ja, da hat wohl irgendwas nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part vielleicht ausgeruht da und dann widmen wir uns Kangax mehr zu unseren Bedingungen. Bis dann, ciao! Tja, der Hauptcharakter ist gestorben. Was ist denn da wohl passiert? Ah, vielleicht sollte Anomen doch nicht den Streitkolben kriegen. Nichts kann der Typ.